Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir machen weiter mit den Steuernews zu 2020. Denn mit den Neuregelungen sind wir letztens nicht durchgekommen und wie ich es vermutet habe, ich benötige nicht nur zwei, sondern drei Vorlesungen. Aber wir schauen jetzt erstmal, was hier in Teil 2 passiert. Da schauen wir uns nämlich die Praxisvertretung an, denn die Deutsche Rentenversicherung macht da ein paar Probleme und bewertet, ja, praxisvertretende Ärzte manchmal nicht wie eine Fremdleistung, die sie bieten, sondern bewerten das als Anstellungsverhältnis. Das kann Probleme verursachen, das schauen wir uns an. Zweitens ist dann die Gewerbesteuerbefreiung für die Betreiber kleiner Solaranlagen. Das hat alles ein bisschen mit dem Jahressteuergesetz zu tun, was ja, ich sage mal, steuerliche Anreize bieten möchte für den Umweltschutz. Ehe wir zu drittens kommen, die Beurteilung der Umsatzsteuerfreiheit bei Unterrichtsleistungen. Viertens, überall ein Thema, auch im Steuerrecht kommen wir nicht dran vorbei, der Brexit. Die Limited ist steuerlich weiterhin anerkannt. Für jemanden, der sich fragt, Moment, was interessiert mich das mit der Limited? Ja, in Deutschland waren bislang Limiteds ja auch zulässig. Sind sie rein technisch nicht mehr? Steuerlich dürfen sie aber noch oder müssen sie noch weitergeführt werden und wir werden sehen, das kann große Probleme verursachen. Fünftens ist dann die Förderung von umweltgerechten Modernisierungen. Passt halt auch zum Jahressteuergesetz. Und sechstens, als kleiner Teil, inhaltlich zumindest, ist die Anhebung der Verpflegungsmehraufwandspauschalen. Das wird allerdings einen Großteil einnehmen, nicht einfach, weil es so schwer ist, das ist extrem simpel, nein, sondern weil ich hier natürlich gleich meine, ich nenne es jetzt mal, alte Vorlesung, wo die Themen drin sind und drin waren mit Übungen und Aufgaben, hier quasi nochmal neu auflege mit den neuen Werten, damit die up-to-date sind. Gut, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit der Praxisvertretung, die keine Fremdleistung, sondern ein Anstellungsverhältnis ist. Das hat zumindest die Deutsche Rentenversicherung deklariert, und zwar bei den Status-Feststellungsverfahren bei Ärzten, die eine Praxisvertretung durchführen, und zwar bei einem anderen Arzt. Das heißt, sie machen eine Praxisvertretung, aber nicht bei sich in ihrer Praxis, sondern gehen direkt in die Praxis des anderen Arztes. Und da meint die Deutsche Rentenversicherung, ja Moment, der macht ja eine Dienstleistung für einen anderen Arzt, der ist technisch gesehen ja irgendwie weisungsberechtigt. Er nutzt nicht seine eigenen Räumlichkeiten, der ist ein Angestellter. Allerdings stuft die Deutsche Rentenversicherung in der Regel diese Vertretungsärzte nur dann halt als Angestellte ein, wenn sie die Vertretung vor Ort durchführen, machen sie es in ihrer eigenen Praxis dann nicht. Eigentlich wurde beides bisher als Fremdleistung deklariert, sodass der Vertretungsarzt selbst agierte und nicht angestellt war. Problem ist natürlich, wird zum Vertretungsarzt auf einmal ein Angestellter, dann wird er SV und auch lohnsteuerpflichtig und muss natürlich auch über den Lohn abgerechnet werden von denjenigen Unternehmen, das diesen Arzt betreut. Oder wenn der Arzt selbst quasi die Abrechnung macht, dann muss die Praxis, die den Vertreter einstellt, quasi das im Lohn abrechnen. Die DRV bekundet das relativ simpel. Sie meint halt, es handelt sich hierbei doch um ein weisungsbefugtes und damit ein abhängiges Anstellungsverhältnis, was natürlich SV und lohnsteuerpflichtig ist. Großes Problem dabei ist, das passt nicht zur aktuellen Rechtslage, die sieht das nämlich total anders. Und hier können wir eigentlich nur für die Zukunft hoffen, dass bald eine gerichtliche Entscheidung getroffen wird, die für Klarheit sorgt, wer denn nur recht hat, die Deutsche Rentenversicherung, tja, oder ich sag mal, alle anderen Sachen. Damit sind wir auch schon bei der Gewerbesteuerbefreiung für die Betreiber kleiner Solaranlagen. Das passiert alles im Rahmen der Förderung des Umweltschutzes. Und rückwirkend ab 2019 werden die Betreiber kleiner Solaranlagen von der Gewerbesteuer befreit. Das finden wir in Paragraphen 3 Nummer 32 des Gewerbesteuergesetzes. Gibt natürlich Einschränkungen, wer klein ist zum Beispiel. Und klein sind halt alle Solaranlagenbetreiber, die mit dieser hauptsächlich das Gebäude versorgen, auf, an oder in denen diese Solaranlage angebracht ist. Und die zweite Grenze ist, dass diese Solaranlage eine maximale Leistung von 10 Kilowatt aufweist. Tut man nur eins von beiden nicht einhalten, zack, ist man nicht mehr klein und damit auch nicht gewerbesteuerbefreit. Das hat natürlich Folgen. Schaffen wir die Befreiung? Da muss nach § 149 Absatz 1 Satz 2 AO zwar nach wie vor eine Gewerbesteuererklärung abgegeben werden, in der die Voraussetzungen zur Befreiung dargelegt werden. Aber es fehlt die Gewerbesteuer weg. Das heißt, man hat quasi so gesehen noch den Verwaltungsaufwand, aber halt nicht mehr den finanziellen Aufwand im Sinne von Steuern.
und die Verpflichtung zur Kammermitgliedschaft der IHK sowie deren Beiträge entfallen nach § 2 Absatz 1 des IHK-Gesetzes. Und das kann natürlich auch schon eine deutliche Vergünstigung sein, weswegen sich die Sache lohnt. Damit kommen wir zu drittens, Beurteilung der Umsatzsteuerfreiheit bei Unterrichtsleistungen. Ja, der EuGH hat entschieden, dass die Befreiungsvorschrift eng auszulegen ist und kam daher zu dem Schluss, dass eine Befreiung im Sinne des § 4 Nummer 21 UStG nur dann in Frage kommt, wenn der Unterricht direkt der Aus- und Fortbildung dient. Er muss außerdem noch vergleichbar mit allgemeinen Schulen und Hochschulen sein. Gab dann eine Entscheidung vom 14.03.2019 zum Beispiel, dass Fahrschulunterricht aus diesem Grund halt nicht umsatzsteuerbefreit ist. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, dient der Unterricht eindeutig den Erwerb von Wissen bzw. Kenntnissen für den Schulabschluss, Studium oder Berufsausbildung, Nachhilfe nebenbei ist ja auch erlaubt. Ist dem nicht so, dann ist es umsatzsteuerpflichtig, ansonsten müssen wir weiterprüfen, und zwar ob da eine zeitlich enge Verknüpfung mit der Ausbildung besteht. Als Beispiel ein Yogakurs während der Ausbildung zum Yogalehrer wäre so ein Fall. Achtung, nicht vorher. Wir können jetzt nicht sagen, ja pass auf, ich will Yoga-Lehrer werden, ein halben Jahr fange ich die Ausbildung an, ich tue mich schon mal ein bisschen darauf vorbereiten und übe schon mal ein bisschen und nehme hier einen Kurs. Das zählt nicht, erst ab dem Zeitpunkt, wo die Ausbildung offiziell auch beginnt. Haben wir hier ein Nein, ist es umsatzsteuerpflichtig, ansonsten müssen wir schauen, ob der Teilnehmer mindestens 3 Jahre alt ist. Ja, das ist diese Entscheidung bezüglich Säuglingsschwimmen gewesen, da hat man gesagt, ja pass auf, wer noch keine 3 Jahre alt ist, der hat noch nicht so wirklich ein Bewusstsein, der kann daraus eigentlich nichts lernen, das ist dann eher für jemand anderen und ist damit dann umsatzsteuerpflichtig. Ist der Teilnehmer hingegen mindestens 3 Jahre alt, dann ist das dann umsatzsteuerfrei. Viertens, der Brexit. Ja, jeder kennt das Thema, aber was jeder nicht weiß, als auch die meisten interessiert und meisten nicht betrifft, ist, dass die Limited in Deutschland weiterhin steuerlich anerkannt ist. Und hier müssen wir das Problem ein bisschen tiefer an der Wurzel packen und ein paar Basics holen, weil, wie gesagt, das hat Unionsrecht, denn durch die EU-Niederlassungsfreiheit darf in Deutschland jede Rechtsform, die in einem EU-Land zulässig ist, gegründet werden. Also die Limited, die in Großbritannien quasi erfunden wurde, darf auch in Deutschland gegründet werden, weil Großbritannien zur EU gehört. Vorteil ist natürlich, die Limited aus GB stammt, ist haftungsbeschränkt wie eine GmbH, hat allerdings den Vorteil, dass sie nur das Kapital einer UG benötigt, sprich ein Euro oder ein Pfund, dabei jedoch fast keinen Gründungsaufwand hat. Und das ist halt eigentlich eine einfache Logik. Ich kann mit wenig Geld eine haftungsbeschränkte Sache ohne viel Aufwand und ohne viel Verwaltungsaufwand gründen und das machte die Limited sehr beliebt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, durch den Brexit wird GB nicht mehr zur EU gehören. Damit sind auch bestehende Limited von dieser oben genannten Rechtsform eher nicht mehr zulässig, denn es ist eine Unternehmensform, die aus einem Nicht-EU-Land stammt. Das heißt, diese Niederlassungsfreiheit greift hier nicht mehr. Das hat natürlich folgende Probleme zur Folge. Da die Limiteds nämlich dann nicht mehr zulässige Rechtsform sind, kann es zu Verlust der beschränkten Haftung kommen und dann haften die Gesellschafter privat. Das heißt, der ganze Sinn hinter der Limited ist damit dann weg. Zweitens ist ein theoretischer Vorteil, und zwar, dass keine Körperschaft und damit keine Körperschaftsteuerpflicht mehr vorliegt. Wie gesagt, rein theoretisch, wir sehen, das ist in Praxis anders, denn durch den eingeführten § 12 Absatz 3 und Absatz 4 der KStG wird das verhindert, weil der verhindert, dass alle ehemaligen Limiteds nicht mehr anerkannt sind, denn er definiert sie jetzt weiterhin als Steuerobjekte. Das heißt, durch den haben wir jetzt das Problem, die sind Steuerobjekte nach wie vor. So, und das führt zu einem Gießproblem, denn ehemalige deutsche Limited sind dadurch weiterhin körperschaftsteuerpflichtig, bei gleichzeitiger Privathaftung der Gesellschafter, denn Unions- und ich sage jetzt mal so ein bisschen ja, übertrieben handelsrechtlich, nenne ich es jetzt einfach mal, oder sagen wir gesellschaftsrechtlich, gibt es die Limited nicht mehr, aber steuerrechtlich hat man einen Paragraph gesagt und gesagt, naja, du hast da zwar ein Unternehmen, das es offiziell von der Form gar nicht mehr gibt, aber die Gesellschafterhaftung, die interessiert mich im Steuerrecht relativ wenig. Nein, mich interessiert jetzt, ob du Steuern zahlen musst und du hast hier ein Unternehmen, auch wenn das halt nicht mehr gültig ist, du bist trotzdem körperschaftsteuerpflichtig und dafür wurde diese Norm eingeführt. Schöneres Thema ist die Förderung von umweltgerechter Modernisierung.
Und zwar ist entschieden worden, dass eine energetisch wertvolle, umweltgerechte Modernisierung von selbstgenutzten Wohneigentum in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2019, wenn die durchgeführt wird, dann darf die Steuerschuld, sprich die Einkommensteuer, es handelt sich ja nur um selbstgenutzten Wohneigentum, im ersten Jahr um 7%, im zweiten Jahr um 7% und im dritten Jahr 6% der Aufwendung, maximal jedoch 40.000 Euro pro Objekt gekürzt werden. Sprich Handwerkerleistung 2.0, wenn wir so wollen. Andersrum gerechnet bedeutet das, Sanierungsmaßnahmen, also im Sinne von umweltgerechter, energiesparender Modernisierung, bis zu insgesamt 200.000 Euro sind pro Objekt förderfähig. Er rechnet sich relativ einfach, denn 7 plus 7 plus 6% macht 20%, das sind die 40.000 Deckelung. Rechnen wir es hoch auf 100%, landen wir bei 200.000. Das heißt, förderfähige Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die die energetische Leistung verbessern, wie Wärmedämmung, modernere, leistungseffiziente Heizungsanlagen, alles, was so in die Richtung geht. Wenn man das für sein selbstgenutztes Wohneigentum macht, in diesem Zeitraum, dann kann man die Förderung in Anspruch nehmen. Machen wir dazu eine kleine Ad-Hoc-Übung. Die Frage hier ist, wie viel Einkommensteuer fällt in 2020 bis 2022 an, nach Abzug der Förderung für energetische Gebäudesanierung, wenn für diese Jahre eine Einkommensteuernachzahlung von 9.000 Euro fällig wäre und es sich um eine Sanierung der Wärmedämmung der Innenwände des eigenen Hauses gehandelt hat, die Kostenhöhe von erstens 150.000 Euro und zweitens 250.000 Euro verursacht hat. So, das lässt sich relativ gut tabellarisch darstellen. Wir fangen an natürlich mit erstens im Jahr 2020. Im ersten Jahr darf man 7% geltend machen der Sanierungskosten, maximal 7% von 200.000, sehen wir hier, und rechnen daher, dass die neue Einkommensteuer sich des alten abzüglich dieser 7% ergibt. In Zahlen ausgedrückt sind das dann 9.000 Euro minus 7% mal 150.000 Euro, also 9.000 Euro minus 10.500 macht eine Erstattung von 1.500 Euro oder minus 1.500 Euro Einkommensteuer, wie auch immer man möchte. In 2021 eigentlich genau dasselbe, denn hier bleiben die 7% und wir kommen auch bei minus 1.500 Euro raus. Bei 2022 ist es ein bisschen anders, denn wir haben nur 6%, das heißt wir rechnen dann 9.000 Euro minus 6% mal 150.000 macht 9.000, minus 9.000 gleich komplett 0 Euro, hier gehen wir steuerfrei aus. Haben damit also quasi 10.500 plus 10.500 plus 9.000 gespart, das ist doch ziemlich nett. So, bei zweitens, da haben wir ja die Deckelung. Rechnung ist natürlich dieselbe, aber maximal 200.000, wir sind ja drüber gewesen, Pech gehabt, das müssen wir halt selber tragen, das ist nicht förderfähig. Bis zu 200.000 Euro dürfen wir allerdings und wir haben dann 7% mal 200.000 Euro, womit wir auf 9.000 Euro minus 14.000 Euro gleich minus 5.000 Euro kommen. Ja, für 2021 genau dasselbe, muss ich denke ich jetzt nicht weit erklären. Und 2022, da ersetzen wir die 7% mit 6%, kommen da auf 9.000 Euro minus 6% mal 200.000 Euro, also 9.000 minus 12.000 Euro, das ergibt eine schöne Erstattung von 3.000 Euro. Wir sehen, wir haben hier 14.000 plus 14.000 plus 12.000, gleich die 40.000, die maximal erstattungsfähig sind für diese 3 Jahre pro, oder für das Objekt insgesamt, dann gespart. Damit sind wir im letzten Thema, die Anhebung der Verpflegungsmehraufwandspauschalen. Für diejenigen, die meine Übung sich nicht angesehen haben oder die Übung nicht brauchen, die können nach dieser Folie hier quasi wegschalten, das ist ziemlich eindeutig. Für alle anderen würde ich empfehlen, das einfach mal mitzumachen. Gesetzlich geregelt ist, dass ab dem 01.01.2020 die Verpflegungsmehraufwandspauschalen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 4a Satz 1 ECG bei auswärtiger Tätigkeit, also immer dann, wenn man nicht an der ersten Tätigkeitsstätte tätig wird, sich wie folgt verändern. Bisher waren es bei einer Abwesenheit von maximal 24 Stunden, aber mindestens 8 Stunden 12 Euro. Das wurde um 2 Euro auf 14 erhöht. Wenn man mehrtägig weg war, gab es für den Anreisetag 12 Euro, das sind jetzt auch 14. Für den vollen Tag gab es immer das Doppelte, ist jetzt auch so, früher 24, jetzt 28. Und für den Abreisetag 12 Euro früher, 14 Euro jetzt. Wie gesagt, minimale Änderung, relativ leicht erklärt. Dazu jetzt die Ad-Hoc-Übung, die ich aktualisiere.
stammt aus dem Video Buchführung 11, hier die Folien 12 bis 11. Da war die Aufgabe, dass folgende Vorfälle buchhalterisch zu erfassen sind. Zudem ist sowohl die handelsrechtliche als auch die steuerrechtliche Gewinnauswirkung zu beurteilen. Fall 1. Unternehmer T. Ripp, der eine Woche in Dubai dienstlich verreist ist, kommt im Schotterhotel unter. Er verbringt dort 6 Nächte, 107 Euro brutto pro Nacht. Zudem erhält er eine Rechnung für tägliches Frühstück von 11,90 Euro brutto. Die Rechnung wird mittels direkter Banküberweisung bezahlt. Und zweitens quasi, dass seine Sekretärin auf einem Workshop in Berlin für 3 Tage auswärtig untergebracht ist. Terip ersetzt ihr diese Aufwendung Verpflegung nicht. Das Hotel kostet 53,50 Euro brutto pro Nacht. Die Rechnung lautet auf den Arbeitgeber und die Sekretärin erhält ihre Verauslagenkosten bar erstattet. So. Also zu unserem ersten Fall. Die Übernachtungskosten netto sind vollkommen als Aufwand abzugsfähig. 100 Euro pro Nacht mal 6 Nächte sind 600 Euro. Die Kosten für Verpflegung sind in Höhe der Verpflegungsaufwandspauschalen von 28 Euro für jeden vollen und 14 Euro für den Tag der An- und Abreise ansetzbar. Quasi das hier ist die Neuerung. Also 5 volle Tage mal 28 Euro plus 2 Tage An- und Abreise mal 14 Euro macht 168 Euro. Das heißt, wir haben 768 Euro abzugsfähige Reisekosten. Die restlichen Reisekosten sind nicht abzugsfähig. Das heißt also 30 Euro netto pro Tag mal 6 Tage minus 168 Euro abzugsfähig macht 12 Euro nicht abzugsfähig. Die Vorsteuer, also die Rechnung lautet ja auf Namen des Arbeitgebers, damit abzugsfähig. Für die Verpflegung sind 5,70 Euro pro Tag mal 6 Tage macht 34,20 Euro. Die 7%ige Vorsteuer für die Übernachtung sind 7 Euro pro Tag mal 6 Tage sind 42 Euro. Ja, jetzt haben wir die Zahlen, die buchen wir mit Reisekosten Unternehmer 768 Euro, Reisekosten Unternehmer nicht abzugsfähig 12 Euro, Vorsteuer 7% 42 Euro, Vorsteuer 19% 34,20 Euro, an Bank 856,20 Euro. Die handelsrechtliche Gewinnauswirkung sind die Reisekosten des Unternehmers plus die nicht abzugsfähigen Reisekosten des Unternehmers macht 780 Euro. Die steuerrechtliche Gewinnauswirkung sind natürlich immer nur die abzugsfähigen Sachen, sprich nur die 768 Euro. Das ist gleich das steuerrechtliche Ergebnis. Die Gewinnminderung. So, bei seiner Sekretärin haben wir den Fall, die Übernachtungskosten netto sind vollkommen als Aufwand abzugsfähig, also 50 Euro pro Nacht mal 2 Nächte sind 100 Euro. Die Kosten für Verpflegung sind in Höhe der Verpflegungs- Mehraufwandpauschalen von 28 Euro für jeden vollen und 14 Euro für jeden Tag der An- und Abreise ansetzbar. Das heißt also ein voller Tag mal 28 Euro plus 2 Tage An- und Abreise je 14 Euro macht 56 Euro. Das heißt 156 Euro Reisekosten abzugsfähig. Vorsteuer für Verpflegung gibt es nicht, da keine Rechnungsaufnahmen des Arbeitgebers. Aber für die Übernachtung können wir Vorsteuer in Höhe von 7% ziehen. Das sind 3,50 Euro pro Tag mal 2 Tage, macht 7 Euro. Das buchen wir jetzt alles noch. Reisekosten Arbeitnehmer 156 Euro, Vorsteuer 7% 7 Euro, an Kasse 163 Euro. Sie soll es ja bar kriegen. Gewinnauswirkung, Handelsrechte und Steuerrechte sind hier identisch, denn wir haben nur abzugsfähige Ausgaben in Höhe der Reisekosten der Arbeitnehmerin von 156 Euro. So, jetzt habe ich quasi meine Ad-Hoc-Übung aufgepäppelt, modernisiert. Jetzt ist an euch die Übung, die ich dazu gemacht hatte, aus der Vorlesung Buchführung 11, hier die Folien 18 bis 25, dass ihr euch daran versucht. Die Übungsaufgaben seht ihr hier. Und wie immer würde ich euch bitten, das Video an der Stelle kurz zu pausieren, euch ja, Stift, Papier, Laptop, was auch immer zur Hilfe zu nehmen und die Aufgaben mit den neuen Werten zu lösen. Ich bringe natürlich gleich zur Lösung und dann vergleichen wir. Ich wünsche viel Erfolg. So, kommen wir zur ersten von 6 Lösungsfolien. Erstens, was haben wir? Tja, da mehr als 8 Stunden dienstlich getrennt von Betriebsstätte erhält PKW die Pauschale für Verpflegungsmehraufwand in Höhe von 14 Euro. Reisekostenpauschale für den privaten PKW 30
Cent pro Kilometer mal 80 Kilometer mal 2 sind 48 Euro, heißt plus 48 Euro. Parkticket netto sind 2 Euro, kann man auch mit drauf packen. Das ergibt Reisekosten des Arbeitnehmers von 64 Euro. Vorsteuer 90% vom Parkticket sind 38 Cent. Und wir buchen das alles mit Reisekosten Arbeitnehmer 64 Euro, Vorsteuer 90% in Höhe von 38 Cent, an Kasse 64,38 Euro. Die Gewinnauswirkung handelsrechtlich, steuerrechtlich ist identisch, und zwar in Höhe der Reisekosten des Arbeitnehmers von 64 Euro. Zweitens, da haben wir die Flugtickets netto von 100 Euro, der Verpflegungsmehraufwand, der entsprechend 14 Euro mal 2 Tage An- und Abreise plus 28 Euro mal 4 volle Tage macht 140 Euro. Die Übernachtung netto sind 60 Euro pro Nacht mal 5 Nächte macht 300 Euro. Macht eine gesamte Summe Reisekosten von Unternehmer 540 Euro. Davon 90% Vorsteuer fürs Frühstück mit 95 Cent pro Tag mal 5 Tage sind 4,75 Euro. 7% Vorsteuer für Übernachtung mit 4,20 Euro pro Nacht mal 5 Nächte sind 21 Euro. Womit wir buchen können, Reisekosten Unternehmer 540 Euro, Vorsteuer 90% 4,75 Euro, Vorsteuer 7% 21 Euro, an Geldtransit oder an Bank 565,75 Euro. Auch hier ist die Gewinnauswirkung handelsrechtlich, steuerrechtlich identisch, weil wir nur abzugsfähige Sachen haben, und zwar die Reisekosten des Unternehmers in Höhe von 540 Euro. Ja, drittens, ein bisschen aufwendiger, die Ermittlung der Reisekosten für den Unternehmer zunächst. Hier haben wir den Fahrt mit dem LKW, 0 Euro, denn er gehört zum Betriebsvermögen, Pech gehabt, nichts anzusetzen. Verpflegungsmehraufwand sind 14 Euro mal 2 Tage An- und Abreise plus 28 Euro mal 9 volle Tage sind 280 Euro. Tatsächliche Aufwendungen sind 10 Euro pro Tag mal 10 Tage macht 100 Euro. Die können wir auf jeden Fall ansetzen. Dann haben wir die Übernachtung netto gleich 20 Euro pro Nacht mal 10 Nächte macht 200 Euro. Die Garagenmiete netto sind 50 Euro. Macht Reisekosten vom Unternehmer von 350 Euro. Ermittlung der Reisekosten für den Arbeitnehmer, damit die Fahrt mit dem Pkw, 150 Kilometer pro Person mal 3 Personen mal 2 für Hin- und Rück mal 3 Cent pro Kilometer, der denkt dran, Reisekosten darf man Hin- und Rückfahrt, macht 270 Euro. Dann haben wir Ihren Verpflegungsmehraufwand, den wir hier im Gegensatz zu meinem Arbeitgeber Geld machen können, denn beim Arbeitgeber waren ja tatsächliche Aufwendungen zu wählen. Das sind dann 14 Euro mal 2 Tage An- und Abreise plus 28 Euro mal 9 volle Tage mal 3 Personen macht 840 Euro. Die tatsächlichen Kosten sind 10 Euro pro Tag mal 10 Nächte pro Person mal 3 Personen von 300 Euro. Davon abzugsfähig sind 4,80 Euro mal 2 Tage An- und Abreise plus 9,60 Euro mal 9 volle Tage mal 3 Personen macht 96 Euro. Die restlichen sind nicht abzugsfähig in Höhe von 204 Euro. Die Übernachtung netto sind dann 20 Euro pro Nacht mal 10 Nächte mal 3 Personen macht 600 Euro. Parkhausmiete sind 10 Euro pro Person mal 3 Personen macht 30 Euro. Ergibt eine schöne Summe von 1.836 Euro Reisekosten Arbeitnehmer. Jetzt schauen wir uns noch die Vorsteuer an. Damit die 19%ige Vorsteuer Garagenmiete für LKW macht 9,50 Euro. Die Markhausmiete für die PKWs sind 1,90 Euro pro PKW mal 3 PKWs macht 5,70 Euro. Frühstück und Abendbrot sind 9,90 Euro pro Tag mal 10 Tage pro Person mal 4 Personen macht 76 Euro. Das ergibt Vorsteuer in Höhe von 91,20 Euro. 7%ig Vorsteuer ist dann Übernachtungen in Höhe von 1,40 Euro pro Nacht mal 10 Nächte pro Person mal 4 Personen macht 56 Euro. Tragen wir es alles zusammen, haben wir folgendes: Reisekosten Unternehmer von 350 Euro, Reisekosten Arbeitnehmer abzugsfähig 1.836 Euro, Reisekosten Arbeitnehmer nicht abzugsfähig von 204 Euro,
19%ige Vorsteuer von 91,20 Euro und 7%ige Vorsteuer von 56 Euro. Kasse sind die pauschalierten Kosten, also die Fahrtkosten von Pkw sind 270 Euro. Buchen wir das alles. Dann haben wir Reisekostenunternehmer 350 Euro und Reisekostenarbeitnehmer abzugsfähig 1836 Euro und Reisekostenarbeitnehmer nicht abzugsfähig 204 Euro und Vorsteuer 19% 91,20 Euro und Vorsteuer 7% 650 Euro, an Kasse 270 Euro und Bank 2267,20 Euro. Die handelsrechtliche Gewinnminderung sind die Reisekosten des Unternehmers plus die Reisekosten der Arbeitnehmer plus die nicht abzugsfähigen Reisekosten des Arbeitnehmers, also 350 Euro plus 1836 plus 204 ergibt 2390 Euro Gewinnminderung. Steuerrechtliche Gewinnminderung sind nur die Reisekosten, die abzugsfähig sind, sprich die von Unternehmer, die von Arbeitnehmer, sind 350 Euro plus 1836 Euro, macht 2186 Euro. Ja, damit sind wir beim Ende angelangt. Ich hoffe, es war für euch interessant, bleibt weiterhin spannend, denn im dritten und letzten Teil schauen wir uns dann halt die letzten Regelungen an, die noch getroffen wurden, sowie zwei Regelungen, die rausgenommen wurden aus dem Gesetzentwurf, die ich aber gerne in die Vorlesung mit reinnehmen möchte, weil ja sowohl von der Logik als auch von meinem Gefühl her und auch von meinen Wünschen her, muss ich gestehen, die bald kommen sollten. Wenn nicht nachträglich noch für 01.01.2021, dann vielleicht im Jahressteuergesetz 2020 für 2021. Gut. Bis dahin auf jeden Fall verabschiede ich mich, würde mich über positive Rückmeldung freuen oder einfach nur, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Bis dahin sage ich Tschüss!